Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen los! Leinen sind los, haben abgelegt. Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch, schwarze Magie. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Wird schon auf ihre Nachrichten warten, Corvo. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Neustart von Dishonored. Und ich freue mich mega, dieses Spiel endlich mal wieder spielen zu können. Kurz Info vorab, die alten Aufnahmen werde ich bzw. habe ich gelöscht. Denn wir starten das Let's Play von vorne, allerdings mit der Definitive Edition. Was jetzt, wo es lang geht? Ja, ja, der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Ja, schönen Dank, dass ihr... Mach vor allem keine Experimente. Ja, einfach mal ignorieren. Wir gucken uns mal um, wie spielen... Corvo, du bist zurück! Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Na gut, legen wir los. Tut mir leid, Emily, aber ich muss deine Mutter sprechen. Na gut, legen wir los. Gut, los geht's. Wir spielen die PC-Version, wollte ich nur noch gesagt haben. Und ich freue mich echt schon tierisch darauf. Ui, zack. Ha, I'm faster than you. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Ich freue mich mega, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wir werden das Spiel auf jeden Fall... Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle. Und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut. Ja, mach ich. Wir werden das Spiel, soweit es geht, spielen. Schleichen. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Das ist ja wohl klar. Wir verstecken uns da, wo es am unoffensichtlichsten ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich komme. Hinter Ecken hervorschauen. Wenn du Q oder E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Oder vielleicht hier. Kuckuck. Kuckuck.
Hallo? Kuckuck. Ich finde dich jedes Mal. Nicht dieses Mal. Na? Gut, du gewinnst. Wir sollten jetzt gehen, damit Mutter dich auch sehen kann. Oh. Sollen wir schon rauskommen? Oder sollen wir noch ein bisschen warten? Ich würde sagen... Oh. Ich sage, wir kommen, wir gehen raus. So. Dann laufen wir mal. Wir werden jetzt Mutter besuchen gehen. Bringst du mir später weiter das Klettern bei? Ich will mal bis aufs Dach klettern. Ja. Jo, welches Dach? Wenn es ein kleines Dach ist, kann ich es dir gerne zeigen. Ich habe Höhenangst. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Welch nette Begrüßung. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Eher wie eine Klopapierrolle. Gut. Dann sie lass... Sie fängt sie gleich. Ja, ich bin Corvo Artano. Sie wird mich jetzt empfangen. Emily, lass mich... Ja. Immer diese Gören hier. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Das ist so ein... Folgen Sie mir, Hauptmann. Wir sollten Sie allein lassen. Das ist so ein schmieriger Typ. So ein richtiger schmieriger Lappen. Ich werde deine Glatze polieren, du alter Sack, du. Nicht in der Gegenwart der Kaiserin. Das ist ja wohl klar. Wer summt denn hier so? Kann ich auf den Tisch springen? Ja. Ich sehe auch so viel mehr. Okay. Wie wir das Spiel spielen, weiß ich noch nicht. Wir machen das so, wie es sich ergibt, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, ich freue mich, bin ich ganz ehrlich, ich freue mich echt mega darauf. Ich warte schon seit Tagen darauf. Hatte das Spiel schon seit ein paar Tagen auf dem Rechner und habe schon gewartet, wann ich es aufnehmen kann. Und heute ist dann endlich der Tag gekommen. Und auch wenn der Anfang jetzt ein bisschen holprig war, hier jetzt Begrüßung und so, tralala, ich denke mal, das wird sich im Laufe des Spiels dann auch geben. So, ich habe keinen Timer, wie immer. Also auf gut Glück. Los geht's. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Du hast einen Pickel im Gesicht. Reden. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Das ist Umweltverschmutzung! Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Kampf! Drücke linke Maustaste für einen Angriff mit rechts oder links für einen Angriff mit links. Achso, wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst. Also linke Maustaste für linken Angriff und rechte Maustaste... Was? Ne, umgekehrt. Für links einen rechten Angriff, für rechts einen linken Angriff. Was? Wir werden es ja herausfinden. Oh, blocken. Halte Steuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist.
Ich hab den einen voll erwischt. Mich juckt's natürlich jetzt wieder überall. Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Nein, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Corvo! Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Corvo. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter. Welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Dishonored. Die Maske des Zorns. Gefängnis von Code Ridge. Zum Fortfahren eine beliebige Taste drücken. Gefängnis von Code Ridge. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo, die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen werden Sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Diese schmierige Bowlingkugel. Du solltest essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. Essen. Ich bin am Verhungern. Meine einzigen Freunde sind diese Ratten. Hey, kann ich heute deine Elixierration kaufen? Verzieh dich. Essen. Eine anonyme Nachricht. Anonyme Nachricht. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle. Aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Freunde sind heutzutage schwer zu finden. So. Dann wollen wir mal. Dann schließen wir uns mal. Baum, 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 baum. Schließen wir uns mal einem Freund an und verstecken uns erstmal unter den Tisch, weil ich die falsche Taste drücke, natürlich. Ja, ja, ich, okay, wie war das? K-
Kann ich hier die Tür auch aufmachen? So viele Leute zu der Hinrichtung morgen. Wegen Corvo. Ich hab da was gehört. Betreten. Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Okay, das war jetzt nicht geplant. Habe ich dir erzählt, wie ich einmal fast den Mörder der Kaiserin gefasst habe? Nicht jetzt, bitte. Oh. Aha. Gut, ich muss mich gerade ein bisschen mehr konzentrieren hier gerade. Ich denke mal, das ist verständlich. Gut, dass ich die Ratte jetzt geschlachtet habe, das war jetzt nicht die schlauste Art und Weise, aber ist ja egal. Warum dreht die Wache sich nicht um? Okay, da ist die andere. Ja. Hab ich jetzt erschrocken. Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du linke Maustaste drückst, oder du schleichst dich von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst. Manche Personen dir wohl gesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Ist klar. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Nerv jemand anderen. Gut, somit haben wir das schon mal geklärt und ich werde die Leute jetzt auch weniger töten. Schnarch noch lauter, Junge. Das fällt auch gar nicht auf. Die letzte Scheiße. Verkackte Seuche. Ich muss den Großen erst loswerden. Ein bisschen mehr Konzentration hier. Komm, dreh dich um, Kleiner. Dreh dich um. Geht doch. La la la. Na, Großklasse. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten. So eine Scheiße. Es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Gut, wir haben jetzt eine Leiche hier. Das gefällt mir natürlich gar nicht gerade. Das ist jetzt... Na, ich habe die nach oben nicht gesehen. Das ist kacke jetzt. Egal. Werden wir schon hinkriegen. Kann ich die Waffe mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Gut, wir schleichen uns einmal weiter voran hier. Allerdings haben wir nur eine Leiche und keine drei. Sokolos Gesundheitselixier. Oh, eine Pistole. Drücke R, um das Gesundheitselixier zu trinken. Mit welcher Waffe jetzt schieben? Mit welcher. Ah, kacke. Nein. Bisschen was essen. Achso, ich hätte jetzt nicht so viel essen müssen. Ist aber egal. Jetzt so. Zack, 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 zack. Zack, zack. Bisschen Munition noch mitnehmen. Essen müssen wir nicht. Okay, Essen brauchen wir gerade gar nicht. So ein bisschen Geld mitnehmen hier. Ich gucke mich jetzt auch ein bisschen besser um. Okay, ich denke mal, das dürfte jetzt sicher sein. Hallo? Hallo? Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden.
eine Woche im Voraus. Okay, wir müssen jetzt den Schlüssel von einer der Wachen holen. Das ist natürlich super jetzt. Na, große Klasse. Das werden wir aber schon noch hinkriegen. Habe ich jetzt gerade was verpasst? Warte. Oh. Das war knapp, das war richtig knapp gerade. Als der Typ uns da nicht gesehen hat, wundert mich gerade ein bisschen. Ich bin gerade ein bisschen still, muss ich sagen. Gerade für die erste Folge ist das nicht so besonders gut, aber ich muss bei so einem Spiel muss ich ein bisschen leise sein, damit ich mich ein bisschen besser in diese Situation hinein denken kann. Dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. So, kann ich wieder schließen? Ja. Ich werde schließen, sehr gut. Hofgang. Ich schleiche lieber ein bisschen hier so. Ich will so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen. Ich denke mal, das dürfte mittlerweile auch durchaus legitim sein. Begib dich über den Hof zum Verhörzimmer. Hier welche? Ich sehe keinen. Das muss natürlich jetzt nichts heißen. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden Verhörzimmer. Ich bei diesen Spielen immer so mega angespannt bin. Anweisung des wachhabenden Offiziers. Lesen. Anweisung des wachhabenden Offiziers zu Corvos Verhör. Corvo Artano, der frühere kaiserliche Schutzherr, muss zum Verhör hierher gebracht werden. Dies ist von äußerster Wichtigkeit. Der Lordregent und Oberaufseher Campbell werden das Verhör persönlich durchführen. Folgen Sie Ihren Anweisungen ohne zu zögern. Achten Sie darauf, dass der Foltermeister nicht über die Stränge schlägt. Wenn Corvo durch seine Hände stirbt, statt öffentlich hingerichtet zu werden, wie es sich der Lordregent wünscht, ist ihr Kopf der nächste, der rollt. Mhm. J, erfahre, wie du das Tagebuch verwendest. Gucken wir mal eben. Drücke J, um das Tagebuch zu öffnen. Dort kannst du deine Missionsziele einsehen und dich entscheiden, welche du verfolgen möchtest. Missionshinweise und Informationen über deine Ausrüstung lesen sowie über deinen übernatürlichen Kräfte verwalten. Klicke auf die Registrierkarten, um den Bereich zu wechseln. Okay. Nur mal kurz reingucken hier. Aha, okay. Alles gesehen. Hoppla. Kann ich hier auch öffnen? Ne, kann ich nicht. Schade. Eingebildeter Fatzke. Schmierige Bowlingkugel. So, haben wir hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein, sieht nicht danach aus. Tresor. Das ganze Geld nehme ich natürlich mit, ne? Ich bin so richtig geldgeil. Ui, die Prüfung der Begabung. Die Prüfungen der Begabung. Auszug aus einem Buch über die esoterischen Praktiken des Ordens. Zeigt ein Kind die richtige Neigung, gilt es als gekennzeichnet. Aufseher werden mit der Untersuchung des Subjekts beauftragt, um zu bestimmen, ob diese Neigung durch kosmologische Gegebenheiten und andere Zeichen während des ganzen Jahres bestätigt wird. Am Ende des Zyklus werden jene, die für weitere Untersuchungen bestimmt sind, einige Stunden vor Sonnenaufgang aus ihren Häusern geholt. Sie müssen zu einem Ordensstützpunkt außerhalb der Stadt marschieren. Dort werden die Kinder rituellen Vorbereitungen und Prüfungen unterzogen, bis sie in der letzten Nacht des Monats des Regens eine Pilgerreise zur Weißen Klippe antreten. In einer ausgefeilten Zeremonie wird bestimmt, welche Kinder Aufseher und welche Kinder getötet werden. Alles klar, das ist natürlich ein kleines bisschen asozial. Zeitbombe. Ja, dann gehen wir mal kurz zum Kontrollraum hier.
Die Tür ist aber voll unauffällig hier. Ah, das war knapp. Das war jetzt doof. So. Okay, ich habe ein bisschen Bammel, dass hier wieder eine Wache ist oder sowas. Kann ich hier durch? Kann derzeit nicht geöffnet werden, okay. Ah, da, ich bleib an jeder Ecke. Gefängnishof. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellenblock nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ah, okay, hier kann ich die Waffen wechseln. Ich glaube, später krieg ich noch eine Armbrust, hoffe ich mal. Aber... mein Problem gerade ist der Typ da hinten, den muss ich zuerst loswerden. Oh, das ist noch einer. Ich hätte da vielleicht eine Idee. So, ich habe da eine kleine Idee. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Nichts, was war das? Das war jetzt nicht so schlau. Da mache ich das ein bisschen anders. Gerade ein bisschen konzentrieren hier. Da ist auch ja nichts falsch. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Du bist so ein Hitzkopf. So. Ich mal K.O. schlagen. Ja, das ist natürlich jetzt scheiße. Oh. Ja, okay, jetzt haben wir ein paar Leichen mehr, das ist jetzt. Eskorten durch den Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche im Voraus. Ja, das das lief genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ganz genauso. Nicht anders wollte ich es haben. Scheiße. Ah, ja. Na gut. So viele sind es jetzt auch nicht gewesen. Deswegen ist es verkraftbar. Vier Leute haben es gekillt. Kann man nicht leben. Vielleicht komme ich hier jetzt ein bisschen besser durch. Kontrollraumsektor. Der Sektion meine ich. Hauptsache das Geld hier noch nehmen. Da komme ich natürlich nicht durch, war klar. So. Gut, hier sind mindestens 5 Wachen. Ich muss irgendwie da rein. Komme ich hier durch das Fenster vielleicht? Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Ich nehme mir einfach die Zeit mal, ne? Da kommt richtig schon um, Junge. An diesem will ich ihm einen Headshot geben, bin ich ganz ehrlich. Du bist so. Piu! Ernsthaft jetzt? Und Ja.
Das war mein Wackelkopf. Zack. Komm, erst mal ein bisschen was. Kugeln. Nicht betreten, es sei denn, sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Es kommen durch den Einzelhaftzellenblock. Hier ist einer nur drin, ne? Eine Woche im Voraus. Um den kümmern wir uns dann auch jetzt erstmal, würde ich sagen. Das war richtig knapp jetzt gerade. Kann ich hier irgendwas mitnehmen? Hm, ja, ja. Nein, okay. Halt, da war was. Achso, war die Tür, okay. Das war schon ein bisschen knapp, muss ich sagen. Komm, erst noch ein bisschen was. Also war noch was zu essen. Irgendwas mit Öffnen da. Hexenfisch. Dose. Ach, diese dämliche Tür ist das. Dafür eingeteilten Personal und Würdenträger. Munition, Money, 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 Money. Schalter, okay. Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Und zwar, wir benutzen die Bombe oder wir öffnen das Ding einfach so, also die Tür einfach so. Ich würde schon vorschlagen, wir öffnen die Tür jetzt einfach mal so. Platziere den Sprengsatz. Ach so, okay, wir müssen den Sprengsatz jetzt nochmal platzieren. Alles klar. Okay, hab's verstanden. Okay. Okay, ich crouche noch. Hallo? Boah, ich bin nicht schwindelfrei. Oi. Ich will ja jetzt Gesundheit rufen, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so schlau. Okay, der Typ muss sich anders umdrehen, das ist sonst kacke so. Ja. Kann ich irgendwie Sprungangriff machen? Könnte ich machen, aber es würde wahrscheinlich jetzt eher dumm sein. Ich gehe mal wieder hier runter. Wow. Ich bin Corvo Atano und ich bin ein Attentäter, der nicht schwindelfrei ist. Das ist, also, Stealth, wo ist denn der andere Typ hin? Egal. Also Stealth-Spiele sind irgendwie nicht unbedingt meins, merke ich gerade so ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwie immer Probleme, mich da so ein bisschen, mit dem Schleichangriffen habe ich immer so meine Probleme. Gut, ich spiele das erste, sowas das erste Mal auf dem Computer. So ich mit Tastatur in einem Krimskrams. Da kann sowas mal passieren, ist ja nicht schlimm. Ich versuche eben halt mein Bestes. Kugeln. Essen, essen, essen. Was haben wir denn hier? Na, es ist nur das zuzumachen, okay. Hier muss ich aber platzieren. Weißt du, super, dass ich jetzt hier den Weg gefunden habe. Also dafür, dass er ein Attentäter ist, ist er ziemlich langsam im Laufen.
Und zack. In die Kanalisation gehen? Natürlich gehen wir in die Kanalisation.